Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier von Oliver und Twist. Na gut, nicht so ganz Oliver und Twist, aber wir haben hier schon ein paar Sachen, die wir erfüllen müssen und auch so gleich natürlich, was denn? Genau, eine Befragung. Quitsch, 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 quitsch. Oder generell müssen wir wieder wahrscheinlich wieder eine Befragung machen, genau. Und dafür müssen wir wieder an einen Ort gehen, denn der Ort heißt, glaube ich, irgendwie 58. Industriestraße, was auch immer hier. Da fahren wir uns kurzerhand hin, wenn uns Damen und Herren hier in den Autos lassen. Hoffentlich wird das zu keinem Unfall führen hier, kann ich nicht dafür haften, aber wer weiß schon, was wir hier so tun und zu Gesicht bekommen. Oh. Heilige Scheiße, wenn da was geleckt hat im Lademodus, dann hätten wir hier Probleme gehabt. Sehr große Probleme. Aber irgendwie ist immer so eine Straße frei für uns. An was das wohl liegen möchte? Das war ich. Dachte schon, werden sie die Sirene angeschmissen? Weil ich kann sie nicht sein. Also, nee, dann andere können sie nicht sein. So, wir sind also an 58. I thought you Marines were gung-ho, Cole. You have a 45, don't you ever want to use it? I'll take the back. Just give me a few seconds to get around there. LAPD. All of you are coming downtown with me. Think so. Look sharp at the cops. Na gut. Ich will ja schießen, aber es funktioniert nicht, weil die Damen irgendwie so Ladehemmungen haben. Throw out the guns. Freunde, ich muss kurz was machen. Ja. So, da bin ich wieder hier, kurz was ganz, ganz Kleines gemacht, ist sehr wichtig, aber jo. Wie kommen wir hier weg? Ach so. Will der Kerl sich hinsetzen oder was? Wieso leckt das hier immer wieder? Hä? So, wenn ich hier die ganze Zeit rum... Das geht nicht so. Das kann man nicht bringen. Wird das hier, ich habe keine Ahnung, es ist nichts ausgelassen, was hier wirklich ausgelastet werden könnte. Also kann man nicht spielen, sorry, aber Weapons on the ground.
So, und... Es ist echt unfassbar hier, wie das Ganze irgendwie leckt. Köpfchen! Was? Wie? Wir haben nur noch zwei hier. Ja auch. Natürlich den Hut nehmen. Hat wohl funktioniert. Let's clear the top floor. I don't want to get drilled in the back on the way out. Da ist jemand, den das sehen wir ja. Und ich frage mich echt, wieso das Ganze hier leckt. Hm? Willst du was haben? So ein Schuss in die Hose? Try the door at the end. I heard something. Ja, bestimmt. Das ist nämlich, kann er hier mal was aufsammeln? Nö, ne? Alright, don't shoot! Keep your hands up. Watch him, Bukowski. He doesn't move until I've tossed this place. Hier haben wir noch sowas, Englisches. Marquee Printing. Da kennen wir noch. Kennen wir sogar sehr gut. Gordon Lightfall. Kennen wir auch. Marquee Printing Company. There's nothing like going direct to the source. Sind das Wettscheine? A betting slip. Looks like Mr. Lightfall has been on a losing streak. Ach, und daher macht er das Ding. Na, ist ja okay. Gibt's sonst hier sowas noch? Aha! Marquee Printing. Da haben wir's doch. Da, mit Wettscheinen. There are enough slips here to keep them stealing cars till Christmas. We've got a trail of pink slips and stolen cars that leads right to your door, Bigelow. You're in this up to your neck, but I don't think you're the man in charge. Make it easier on yourself. Give him up. I had to work on cars for customers. You charge in here shooting up the place like it's the Ballad of Bulge. I can't give you anything. Fahrzeugschein. We know about Marquee Printing. You can make this easier on yourself by giving us your man on the inside. I sometimes repair cars and put them back on the road. I need a pink slip to resell them. There's no problem there. Es ist zweifelhaft. Er schaut uns zwar an, aber nicht wirklich. There are at least four dead men in this warehouse. A couple more. Punks won't make for that much extra paperwork. You'd be doing the legal system a favor. Okay, okay, tough guy. I get the message. Lightfall. The guy who runs Marquee. He's the big shot. He likes to spend big at the track. He owes people. Verbindung zu Lightfall. Lightfall. The guy with no luck at the track. Tell me about him. It's one of the guys lying over there. You're right. He has no luck. Er wartet unlässig. That's the best lie you can come up with, Bigelow. Hey, would I lie to you, detective? I'm not exactly in a good position here now, am I? Ach du heilige Kanüle.
Wir müssen ihm also eine Sache abgeben. Den Beleg. Arches kann nicht sein. Die Quittung könnte eventuell sein. Check, nein. Sowieso nicht. Belascos Brief. Ja, jo. Den schon eher, denn da steht ja das Ding drauf. Und ist ja von Ray Pinker. Fahrzeugscheine alle hier. Lieferungsaufzeichnungen würde ich jetzt eher nicht sagen. Lieferscheine haben wir schon oben. Wettscheine, die sind in dem Zusammenhang eher unwahrscheinlich. Kisten sind auch und Spielschulden dann eher auch. Ich würde eher gesagt das hier sagen, aber. Gordon Lightball owns Marquis Printing, a government print shop. He's losing big at the track. He has these big government contracts. He's in hock over 20 grand. If the feds find out, contracts will be all over. Lightball plays ball. All right, Bigelow. The heat is off you. Play your cards right and you'll be able to count your time in Quentin on one hand. Hmm. Hallo und wir sind zurück hier. Und unser Auto hat sich zufälligerweise teleportiert. Das ist aber ein spannendes Auto hier. Nein, ich will das Auto nicht klauen, aber ich. Was macht der für Kapriolen, wenn er ins Auto einsteigen möchte? Oh, nee, falsch, das ist. Das will ich aber auch mal haben hier. Aufgaben: Gordon Lightfall festnehmen. An Orten von. Marky Jokerei. Das ist ja der Chef der ganzen Sache da. Und nun kommt eine Kiste. Finde ich eigentlich sehr schön, dass, also, ja, schön, von der anderen Seite her gesehen ist es nicht so schön, aber von unserer Seite her gesehen ist es wirklich schön, dass wir den einbuchten können und somit den Fall lösen. Hoffentlich können wir den Fall lösen. Bigelow, Lightball, all of them. If they hadn't, who knows how long they could have kept this racket going. So, wir müssen hier kurz durchnavigieren. It's always one of the two that brings him down. Quietsch, 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 quietsch. Wie viel haben wir denn, oder wie lange sind wir denn da schon hingereist? Oder von weggekommen? Das ist eine sehr gute Frage, die ich hier eigentlich so gerade nicht beantworten kann. Ist eigentlich so kriminell, wie wir durch die Straßen fahren. So, ohne anzuhalten und einfach so durch. Gegenverkehr, Mitverkehr, Sachschaden im hohen Wert. Vermeiden wir trotzdem teilweise. Oh. Natürlich vorbeigefahren, wie immer. Wir sind irgendwie zum 20. Mal, zum dritten Mal zur gleichen Zeit hier. Finde ich sehr amüsant. You're under arrest. You again? This harassment is starting to wear thin. Lieferungen in die Industrial Street. We found a box of pink slips in a warehouse full of hot cars. You signed for them, Lightball. I signed for all the orders and deliveries. You'll need something better than that, cowboy. Save it, Lightball. We already have all we need to send you down. I've had enough of this. You either produce some shred of proof, or I call my attorney. Na, das Einzige, was man hier noch einsagen kann oder aussagen kann, sind ja die Wettscheine. Das ist unser Punkt, an dem wir es wussten. I agree, I have a small problem. I'm prepared to help you in any way I can, Detective. I'll name names. I need you to keep this out of the paper.
I need... You need to shut up now, Lightfall. Gordon Lightfall, I'm charging you with conspiracy and fraud. Hands behind your back. Hoho, wir haben's gelöst. The LAPD Central Traffic Division has today smashed a nationwide auto theft ring, writes crime correspondent, blah, blah, blah. Oh, here it is. Traffic squad detectives confronted a large group of armed thugs. After an exchange of gunfire, more than a dozen dead criminals were removed from the scene. The LAPD sustained no casualties. Damn fine work, Phelps. Now get out there and nail some more bad guys, will you? I want to finish reading this. A slip of the touch. Also eigentlich falsche Papiere. Und wir haben ein paar Fahrzeugschaden erlitten und Sachschaden und pipapo. Aber wir haben, glaube ich, sogar noch 3 Sterne erhalten. 16 von 18, die Hälfte der Fragen richtig. Belastung könnte sein Auftraggeber oder die anderen Autoschieber verraten, um seine eigene Haut zu retten. Joa. Hätte, könnte, würde. Hätte alles sein können. Aber nur gut. My family runs a shipping business in San Francisco. We used to have 2 ships a week to Tokyo. We've been in shipping for 2 generations, Hank. I've never been on a voyage anywhere. I feel like Odysseus in the beginning of his journey. The Odyssey took 10 years, Cole. This is the American century. America can rule the world after we win this war. We need to stay alive, Cole. These men are counting on us. Have you heard what the veterans are saying to each other? No. Golden Gate in 48. That's 4 more hard years of fighting. Das gefallene Idol. Natürlich wieder Ladehemmungen. Phelps, Bukowski, you have a new case. 2 women, possible drink drive. How is that a case? The broad says she was doped and that somebody tried to kill her. Where did this take place? That's the bit you're gonna love. Right across the street. What? A Chevy Styline took a nosedive off the escarpment, fetched up underneath a Cola King billboard. Up to it, boys. We got bad guys to catch. Mouthpiece tore strips off me at the grand jury. Case was thrown out. Now the DA. See you later, fellas. Try not to work too hard. Cool. Genau auf der anderen Straßenseite. Aber die anderen Straßenseite, meine Freunde, die werden wir jetzt in der nächsten Episode sehen. Denn alles hat seinen Preis. Und nun, meine Freunde, könnt ihr den Rest des Tages, des Abends genießen. Und ich bin raus. Tschüss.